Hey yo, Leute, willkommen zurück bei Minecraft Explorer und hallo Leute von Frank, die jetzt gerade. Achso, Frank macht übrigens mit. Hallo, sag mal hallo Frank. Ja, hallo. Ist auch merkwürdig, wir machen gerade eine Doppelaufnahme, eigentlich ungewollt, aber ja, wie gewonnen, so zerronnen oder wie es heißt. Und würde mal sagen, mitgehangen, mitgefangen oder keine Ahnung. Jetzt können wir irgendwas Komisches. Genau, nehmen wir mal diese Sprüche und ich werde jetzt einfach mal zurückgeben, mir ein paar Werkzeuge machen und ich brauche Sand und noch ein Nöcher. Du hast nicht zufällig Sand? Nein, du brauchst wahrscheinlich Glas, oder? Genau, Glas. Glas müsste ich irgendwann mal gehabt haben. Ich habe welches produziert. Ich weiß nur, dass ich 2, 3 Sand von dir geerntet habe, mir auch nicht. Also nicht, was ich geerntet habe. Ach, gut, dass du Glas sagst. Ich habe vergessen, meinen Turm zu verglasen. Ich habe ja, Turmfenster und ich habe vergessen, da jetzt in die Fenster auch Fenster reinzupacken. Ah, da ist schon mal ein Turm. Gut. Wir werden noch mehr Türme kommen? Ja, über, also... Überall. Ich habe mir das so gesehen, nicht überall. Über die Bergkette, die halt in unser Tal drumherum läuft. Und unten drunter noch so ein Gang, bestimmt. Nee, ich weiß nicht, ob ich die später noch verbinde. Das bin ich noch nicht so entschlossen. Das wäre ja nochmal ein Haufen Arbeit. So, ich werde erstmal ein bisschen Zeug hier loswerden. Und lief alles stabil jetzt eigentlich? Ja, nur halt das Übliche, dass ich manchmal Blöcke doppelt setze. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt am Server liegt oder an meiner rechten Maustaste. Ich glaube, das ist direkt eine Multiplayer-Sache. Jetzt habe ich die dreifach gesetzt hier. Scheiße. Klappt's jetzt nicht mehr. Verdammt. Wann hab ich die jetzt gesetzt? Hallo, Scheibe? Ja, da ist eine. Da ist auch eine. Und da fehlt noch eine. Cool. Gucken wir mal, ob wir noch Glas hier drin haben irgendwo. Da haben wir noch Glas sogar. Super. Aua. Okay. Sag bloß, da ist wieder ein Zombie in der Nähe. Nee, ich bin gefallen. Frage, über was hast du eigentlich erzählt, bevor ich dich angeschrieben habe? Du bist doch immer einer der Rhetoriker hier. Ja, nur dass ich immer direkt vergesse, was ich erzähle. Das höre ich mir dann erst in der Aufnahme nochmal an. ich glaube, ich habe darüber ich kann dieses Wort nicht. Philo-Dingsbums. Ja, ich habe darüber geredet, dass ich es cool fände, wenn man in Minecraft noch einbauen würde, so in Terraria, dass man sich eine Art Gegnerwelle beschwören kann. Oder so eine Art, ja, Kampf hervorrufen kann. So, verstehe. Zombie-Invasion oder da sowas. Sollte es eigentlich so einen Zombie-Modus geben, so einen Zombie-Survival-Modus. War mal vor einer ganz langen Zeit mal geplant, dass man das rauskam. Rauskommen sollte. So, dass man das Sound selbst entscheiden kann, weiß ich jetzt. So, rufe die Zombie-Armee herbei. Weil das wäre halt dann nur cool oder nochmal eine Motivation, jetzt sich Verteidigungsanlagen oder so zu bauen. Oder wenn man die ohnehin schon gebaut hat, eine Festung oder so, dass man dann noch einen höheren Sinn dafür hat. Ja, das ist nicht nur optisch, was ist die ganzen Gebäude, sondern auch doch, dass sie irgendwie Sinn machen. Genau, das hätte mich dann noch ein bisschen mehr gefreut. Wie ich sehe, wurde hier schon fleißig an dem Teppich gearbeitet. Das freut mich auch ziemlich cool. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es ist Josh oder Patrick. Auf jeden Fall hat die, ich glaube Patrick, der hat meine Schere noch. Josh ist immer sehr eifrig. Ja, Josh ist, glaube ich, noch ist dabei, hier Wüste da hinten und so. Ja, der plättet doch dein Gebiet da hinten, ne? Da muss ich auch mal was mitmachen, aber Leute, nicht, dass es euch zu langweilig wird, wenn ich da hinten die ganze Zeit ebne. Deswegen ist Josh da. Ja, ich war, glaube ich, einmal rübergefahren und hab mal geguckt, wie es da aussieht. Also schon heftig, was da alles weggeschaufelt wurde bis jetzt. So, und ich muss mir mal... So, außerdem mit dem Wachturm wird es nochmal interessant werden. Es soll ja ab 1.2 dann bald möglich sein. Oh, wir haben ganz schön wenig Eisen jetzt in letzter Zeit hier. Wir müssen langsam ein bisschen Eisen bekommen. Ich glaube, da bedienen sich ein paar raus, aber das könnte ja gemacht werden. Ich habe genug. Ja, und Gold ist auch ziemlich viel weg. Habe ich keins. Wahrscheinlich für Booster Rails oder so draufgegangen, ne? Ja, denke ich auch mal. Sonst soll man das dann sonst nutzen. Au. So, machen wir erstmal ein paar Spaten. Tu Spaten, du. Achso, was ihr sagen wollt. 1.2 soll die Levelgrenze erhöht. Levelgrenze, die Höhe. Die Levelhöhe. Ach,
Ach, was für ein Zufall, da hatte ich noch drüber gesprochen und mich gefragt, warum es überhaupt so eine Begrenzung gibt. Das ist wegen der Schrankerrechnung, wurde es gemacht, weil die Möglichkeit bestände oder früher so war, dass die Performance einfach zu sehr sackt. Ja, das dachte ich mir, dass das, also ich hatte es in den Raum gestellt, dass dann das Spiel nicht mehr damit klarkommt irgendwann. So ungefähr. Genau. Und soll jedenfalls nochmal um 128 Blöcke nach oben verschoben werden. Das ist gut, dann, obwohl. Nee, ich bin zu faul, meine Türme nochmal zu erweitern. Die sind auch so schon gut, wie sie sind. Ja. Die sind zwar nicht so hoch, weil die auch schon auf den Bergen stehen, ne? Aber naja, gut. Jetzt müsste ich den oberen Teil nochmal extra abreißen. Was freut mich, wie sehr sich das hier alles entwickelt hat hier. Und das ist doch auch deine erste Folge, die du jetzt aufnimmst hier in dieser Welt, wa? Genau. Also jetzt, das ist jetzt ja nicht die erste Folge. Ich bin schon, glaube ich, jetzt... Wie lange bin ich jetzt hier? Eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, ungefähr. Ja, so ungefähr. Also habe ich schon ein paar Folgen, vielleicht zwei, drei. Toll, jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Nein. Bin total unorganisiert. Also sobald einer reinkommt in Chat, kriege ich gar nichts mehr hin. Ich meine, ich kriege ja sonst kaum was hin, aber so... Ja, das kenne ich auch, wenn du hier zu viel zu mehreren Leuten spielst, dann ist es meistens so, dass du eher abgelenkt bist, als wirklich das Projekt zu machen. Das habe ich auch bei der Battlefield-Aufnahme. Moment, heute ist Montag, ne? Ja, gestern hast du gespielt, weiß ich. Ja, am Sonntag, genau. Da habe ich gemerkt, als ich mit Abonnenten dann zwei Abonnenten dazu hatte, Konzentration nicht vorhanden, total abgefailt die ganze Zeit. Ja. Und das ist halt so eine Sache, das ist, ich nehme halt auch nur gerne auf mit Leuten, wo ich halt weiß, dass das auch klappen würde, die Aufnahme ist halt so, mit unbekannten Leuten ist halt so ein bisschen alles, ja, ungewiss, wie das funktioniert. Ja, mit einem hatte ich schon vorher dann gesprochen und war auch ganz sympathisch. Ist halt so ein bisschen Risiko, ne, aber mein Gott, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Ist am Ende doch ganz gut ausgegangen und war lustig. So, jetzt muss ich überlegen, wie komme ich hier hoch, ohne dass ich Wasser einlaufen lasse hier. Kriegst du einen Einlauf. So, schön. Oh, ich habe unten gar keine Fackel gesetzt. Nicht schön. Ich sehe, dass auch jetzt gerade hier draußen Nacht ist. Auch nicht schön. Ich arbeite immer die Nacht durch hier. Ich überlege gerade, ich guck gerade, hast du ein Bett bei dir eigentlich noch hier? In der Nähe gerade nicht, dann müsste ich nach Hause rennen. Willst du denn schlafen? Ich will gerne den Regen weg haben, weil der A stört und zweitens nervig ist. Was eigentlich doppelt ist, aber... Das sind Argumente, die kann ich sehr gut verstehen. Ich war eben noch froh, dass ich keinen Regensound hatte, weil ich dann halb in der Schneeregion drin war. Ah, Skelettmann. So, okay. Ich begebe mich auf den Hauseweg. Gut, ich warte auch hier. Ich guck gerade, was Josh noch so parat hat. Ein Schwein hat er noch hier. Ah nee, da ist er zweite. Wow, ich habe nur gerade eine zündende Sache gehört. Uhuhu, das war knapp. Ach, nicht sterben, ich bin jetzt schon im Bettchen. Bist du schon im Bettchen? Okay, dann komme ich mit rein. Aber nicht. Ich darf nicht, wenn Monster in der Nähe sind. Ist ja mal fies. Komm her, Creeper, ich muss dich töten. Zwei Creepers. Autsch, was kommt? Spinne, Skelette, ach Gott, Hilfe! Okay, das wenn du stirbst, dann kannst du ja auch relativ dann schnell schlafen, dann bist du ja direkt beim Bett. Okay. Ich akzeptiere das dann. Nein. Josh, hilf mir! Gott. Ja, ich wollte eigentlich schlafen, damit dieses Regen, wie gesagt, alles vorbei ist. Ja. Kleinen Moment, Frank. Josh kümmert sich um das Problem. Und jetzt können wir auch nicht mehr ins Bett gehen. Ach so, er muss ja jetzt auch noch pennen. Ja, Josh ist gerade auch noch da, ja. Oh. Verdammt. Dann stelle ich mir an meine Kaktusfarm, solange das noch dauert. Nee, kannst du ruhig weitermachen. Oh, okay. Die Kavallerie ist da. verdammt. Hat er die Leinen kaputt gemacht, diese. Also kannst du ruhig weiterarbeiten. Mhm. Okay. Ich glaube, der Regen hat aufgehört, ne? Ja. Jo. Glücklicherweise ist es weg. Muss ich mich nur wieder durch die Wildnis kämpfen? Durch die Wildnis!
Und viel weiter. Aber ein erfahrener Ranger wie ich, der schafft das. Hoffentlich. Wenn es jetzt knallt, dann weißt du Bescheid. Ich stelle gerade fest, dass bei mir hier von den Kerzen einige weg sind und... Hi Frank, schreibt er. Achso, das ist ja auch... Hoch. Zwei, ah, drei, oh mein vier, Gott. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, toll. Ich habe die Tür vergessen. So, ich hoffe, ich habe alle Fackeln bekommen. Sieh mal. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Nein. Ach, egal. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. So. Oh, EP. Kann ich nicht liegen lassen. Level 2. So. So, Josh. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt online ist jetzt. Ich glaube, das ist online bei Skype. Echt? Oh. Also zumindest wenn ich online gehe, ist Josh online bei Skype. Zack, zack. Josh ist sogar online, wenn er nicht da ist. Ich bin immer online, lass mein PC an. Ja. Ist jetzt aber gerade ein bisschen blöd mit Überleben hier alles. So. Ist er immer noch am Überleben, oder? Ja, ich habe noch überlebt. Und er macht gerade hier Pilze kaputt. Wahrscheinlich will er sich eine Pilzsuppe machen. Stimmt, die Mega-Shrooms, ne? Muss ich auch noch mal ein paar züchten. Mega-Shroom. Ist auf jeden Fall ein bisschen glatter hier. Wozu braucht er Steine, bitteschön? Der hat doch hier noch genug Steine, wenn er will. Oder muss ja auch durch Berge durchmähen, ne? Denke ich mal, wenn er da alles plättet. Oh Gott. 1, 2. 2. Oh Gott, mit einem Herz überlebt. Hilfe, und hier ist ein Skelett. Nein. Du bist wieder in der Hölle. 1, 2, 3. Minecraft ist echt nicht witzig teilweise. 1, 2. Was wird das? 2. So. Wunderschön, wie hoch bin ich denn? Oh, da geht noch viel. Der Turm ist nochmal richtiger Mickerling. So. Auf in die Wüste hatte ich eigentlich schon letzte Folge vor, aber. Kannst du Kakteen mitbringen, wenn du kannst? Du hast doch auch selber bei dir Kakteen, oder? Oder sind sie alle kaputt? Nö, aber wenn du ja schon mal da bist, kannst du ja auch da welche ernten, ne? Liegt ja sicher auf dem Weg, so wenn du Sand abbaust. Was bist du eigentlich für ein Kakteen-Freak, wenn ich mal fragen darf? Ja, die sind doch cool. Das ist voll die tolle Antwort, ey. Spinne. 1, 2, 3. Okay. Oh mein Gott, mein Stein wird nicht mehr reichen. Ach, scheiße. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wenn ich dann hier meinen Stein verbrucht habe, dann ist das für meine Aufnahme dann fertig. Weil dann seht ihr dann beim nächsten Mal wieder entweder hier wieder die Welt oder die andere Welt. Oh. Ich mache euch das lästige Stein abbauen. So. Wie war das nochmal gewesen? Oh, ein bisschen habe ich noch. Das reicht. Na, jetzt haben wir noch eine Leine. Ich zieh mir noch eine Leine. Es ist all mein Zeug gesammelt. Jo, ich warte. Da. Aber deine EP hast du jetzt verschossen. Ja, naja, ich bin schon wieder auf Level 1 durch irgendwas. Ich bin also auch auf Level 2. Wie hoch ist der jetzt? Nee, der muss höher werden. Oh Mann, oh Mann. Also Creeper, das ist schon krass mit den Viechern. Vor allem, du hast 100% Energie und die... Ja. Ballern dir das Zeug in den Rückenmark, als hättest du keinen Spender gefunden. Ja, schon mal neben TNT gestanden, wenn es explodiert ist, so in der Wirklichkeit. Das ist, ja, irgendwie instant tot, ne? Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wo ich langlatschen soll. Jetzt muss ich die Leiter treffen, wenn ich hier runterspringe, sonst bin ich tot. Oh. Jetzt habe ich jeglichen Sinn für Orientierung verloren. Oh, ich bin so gut. So, perfekt. Gucken wir gerade mal.
Ja, allen Cobblestone aufgebracht. Aufgebraucht. So, dann würde ich mal sagen, das war es erstmal wieder von mir und von Minecraft. Das war's von mir auch vom Minecraft Explorer. Ja, Nee, nee, Let's Play Minecraft heißt Nee, leider wird dir vielleicht Let's Play, aber ich das. bin bei Minecraft Explorer. Ach so, ist deine Folge jetzt auch zu Ende? Ja, genau, deswegen. Ach so, okay. Gut. Dann, das war's von mir, Freaky Frank 1994. Und Xenix. Ciao. Tschüss.